Ein Feld im Herzen der Hallertau. Hier haben wir euch im Frühling die Maislandbestellung gezeigt. 6 Wochen später sind wir zurück auf der gleichen Fläche. Der Bestand hat sich hervorragend entwickelt. Mit den sommerlichen Temperaturen gehen die Pflanzen jetzt in ihre wichtigste Wachstumsphase. Dafür braucht der Mais aber Nährstoffe. Diese kommen aus der Bio-Erdgasanlage Hallertau. Über 400 Hektar mit stehendem Maisbestand werden in den kommenden Tagen mit flüssigen Gärresten gedüngt. Ein echter Mega-Auftrag für das Team vom Kollerhof. Das Lohnunternehmen schickt für diesen Einsatz eine schlagkräftige Güllekolonne. Im Zentrum der neue Fredo-Selbstfahrer. Die 450 PS Maschine wurde für diese Arbeit mit speziellen Pflegerädern ausgerüstet. Das Fahrzeug steuert somit komplett zwischen den Reihen. 8 Räder sind insgesamt angebaut. Und die sind auch nötig. Schließlich bringt es das Gespann mit vollem 19,5 Kubikmeter Tank auf 37 Tonnen. Die Pumpleistung des Giganten ist ebenfalls beeindruckend. Während der Scania-Motor fast mit Standgas dahin tuckert, zieht die Vogelsangpumpe satte 9 Kubikmeter pro Minute aus den Zubringern heraus.
Während hier 5 Fahrzeuge im Einsatz stehen, läuft andernorts die Ernte ab. Neben den bekannten Kollerhof-Trucks sind dabei auch die PS-starken Feldhexer des Lohnunternehmens tätig, wie dieser Big X 780. Den zweiten Teil der Kollerhof-Reportage findet ihr heute Abend auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr dieses und weitere Landtechnik-Videos nicht verpassen wollt, vergesst nicht, euer Abo für diesen Kanal dazulassen.